Hier ist Extra 3 Spezial. Der Irrsinn des Glaubens mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Willkommen zu einer Sonderausgabe von Extra 3. Morgen ist Reformationstag. Reformationstag, für die, die da nicht so firm sind, das war der Tag, als Martin Luther 95 Kürbisse an eine Kirchentür genagelt hat. Es ist natürlich auch Halloween. Klar, Halloween ist natürlich auch, für viele ist nur Halloween, die haben das gar nicht auf dem Zettel, dass Reformationstag ist. Halloween ist aus den USA zu uns rübergeschwappt. Schon seit einiger Zeit wird es fröhlich gefeiert, wobei die Feste unterschiedlich gefeiert werden. In Deutschland laufen die Geister und Skelette durch die Städte und wollen Süßkram. In den USA ist es so, da wird die gruseligste Horrorgestalt danach ausgewählt und für 4 Jahre Präsident. Es ist jedenfalls für uns heute ein Anlass, eine Sendung mal nur dem Thema Glauben zu widmen, die besten Filme zu zeigen, die es zu diesem Thema jemals bei Extra 3 gab und Fragen zu stellen, wie: Was glauben wir? Was wissen wir? Was wissen wir über den Glauben? Was glauben wir nur zu wissen? Und ist Glauben wie Wissen? Nur ohne Wissen. Und so weiter. Also Fragen, die man sich eben stellt am Reformationstag, beziehungsweise Halloween. Ich meine, klar, da hat Luther keine Chance, da kommt er nicht mit. Grusel, Verkleidung, Süßigkeiten. Halloween hat eindeutig das bessere Marketing. Ja, den Film John Carpenters Reformationstag hätte sich nie ein Schwein angesehen. Gleichzeitig ist in den katholischen Regionen übermorgen Allerheiligen. Das kann man auch im protestantischen Norden durchaus mal erwähnen. Ich finde schon. Das ist ein Fest, das Papst Gregor III. Im 9. Jahrhundert auf diesen Tag gelegt hat, um alle katholischen Heiligen gleichzeitig zu feiern. Die katholische Kirche hat ja wahnsinnig viele Heilige, die für oder gegen alles Mögliche wirken. Der heilige Eustachius zum Beispiel ist der Schutzheilige der Jäger, Tuchmacher und, man höre und staune, der Klempner. Ja? Also wenn bei ihm der Siphon verstopft ist, dann können Sie als Katholik beten: Heiliger Eustachius, komm zu mir und mach meinen Siphon frei. Ja, können Sie machen, wenn Sie katholisch sind. Und er sagt: Ja, ich komme auf die Erde, aber ich berechne die Anfahrt. Dann gibt es die heilige Lucia. Das ist die Schutzheilige der Pförtner und Torhüter. Die schützt Torhüter, die Probleme haben. Gut, die wurde jetzt abgelöst durch Uli Hoeneß. Katholische Kirche. Ein kleiner Exkurs in den Katholizismus. Ich weiß, katholische Kirche, das gilt in evangelischen Regionen als wirrer Aberglaube, während die evangelische Kirche in katholischen Regionen als das gilt, was sie ist, eine Art SPD mit Birkenstock. Tatsächlich sind die großen Konfessionen in Deutschland in der Krise. Man geht davon aus, dass die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 um 50% zurückgehen wird. Trotzdem wird aber der Glaube an sich nicht weniger. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr und immer neue Religionen. Es gibt dann eben Esoterik und Schamanentum. Oder was weiß ich, wenn man früher abseitigen Quatsch glauben wollte, ist man in eine Kirche gegangen, heute wird man Impfgegner. Ja? Oder glaubt an Homöopathie. Ne? Zack, ein Satz, 100 wütende Zuschriften. Jeder zweite Deutsche, das stimmt wirklich, jeder zweite Deutsche glaubt an Engel. Es gibt dafür eigene TV-Kanäle, die dann die Botschaften der Engel transportieren. Eine ganz wichtige Bitte von den Engeln an euch. Engel wollen mehr mit euch arbeiten, liebe Zuschauer. Sie möchten mehr in euren Alltag integriert werden. Ja. Die Engel wollen integriert werden. Lassen Sie auch mal die Engel den Abwasch machen. Ja, sie wollen einfach dabei sein. Sie lachen. Aber wenn Sie sich hier im Studio mal umsehen, dann sehen Sie mit ziemlicher Sicherheit einen erwachsenen Menschen, ja, der an geflügelte Wesen glaubt. Oder Sie sehen ein geflügeltes Wesen. Was sie aber auch nicht beruhigen sollte. Es gibt in Deutschland tatsächlich Bürgermeister, die glauben an Wunderheiler. Bürgermeister Hans Eichstätter hatte ein Unfallproblem. Vom bayerischen Ort Wilmering hat es auf der Bundesstraße ständig gekracht. Überholverbote und Tempolimits nutzten nichts. Der Gemeinderat war völlig verzweifelt. Man hat eigentlich nicht mehr gewusst, was man machen soll. Ja, und dann haben wir halt verschiedene Sachen diskutiert im Gemeinderat. Und dann ist man halt auf eine außergewöhnliche oder ungewöhnliche Sache gekommen.
Ja, vielleicht haben die Unfälle mit seltsamen Phänomenen zu tun. Und haben wir halt einmal so einen Artikel gelesen über Erdstrahlen, über Wasseradern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir halt sowas einmal, fragen wir einfach einmal an. Sind vielleicht böse Erdstrahlen schuld an den Unfällen? Die Gemeinde Wilmering beauftragte diesen Wunderheiler. Und der machte eine schlimme Entdeckung. Wie ich mit der Wünschelrute hier langgegangen bin, spürte ich links drehende Wasseradern, die erheblich den Verkehr stören. Und dementsprechend wurden diese von mir markiert. Über 3 Kilometer Bundesstraße hat Helmut Gebert markiert. Denn diese Störstrahlen sind für Autofahrer verdammt gefährlich. Wenn die Autofahrer diese Stellen passieren, passiert Folgendes, dass diese Störstrahlen ins Auto gelangen und dadurch, wie gesagt, erhöht die Ablenkbarkeit bzw. bis zum Sekundenschlaf vorkommt. Doch zum Glück weiß Helmut Gebert, wie man die Strahlen unschädlich macht. Nämlich mit dieser Unfallvermeidungskugelantenne. Diese Antenne, diese Kugel hier, empfängt diese störende Strahlung, diese linksdrehende, und neutralisiert sie. Deshalb hängen nun an der Bundesstraße Unfallvermeidungsantennen in Holzkästen auf Bäumen und schützen die Autofahrer vor gefährlichen Störstrahlen. Vielleicht schützt es doch nicht. Weil mit dem anderen Lochkeil waren wir eigentlich am Ende. Gut, die Polizei will lieber nichts dazu sagen. Doch Hans Gebert sieht in der Kugel eine große Zukunft. Diese Art von Technik wird in 10, 20 Jahren ganz normal sein. Ja, dann werden an Deutschlands Bäumen Unfallvermeidungsantennen hängen. Und Wilmering bekommt einen Innovationspreis. Glückwunsch. Danke, Martina Hausche. Die vielleicht wichtigste Religion unserer Zeit ist ja die Idee, dass unsere Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Da sind sich alle einig. Wie schaffen wir Wachstum? Als Grundlage für Wachstum. Wachstum der Wirtschaftskraft. Wachstum in Deutschland. Wachstum. 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 So war mir Wachstum Hilfe. Es muss sein, die Wirtschaft muss weiter wachsen, im Schnitt am besten 3%. Jedes Jahr 3% mehr Produktion, mehr Konsum. Sonst heißt es, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Was bedeutet das, dieses Wachstum? Dieser Wirtschaftsexperte erklärt das mal an einem sehr possierlichen Beispiel. Nehmen Sie einen Hamster, der nicht aufhört zu wachsen. Der normale Hamster verdoppelt jede Woche sein Gewicht, bis er etwa 2 Monate alt ist. Wenn er dann nicht aufhört und sein Gewicht weiter verdoppelt, hätten Sie nach einem Jahr einen Hamster von 1 Milliarde Tonnen Gewicht. 1 Milliarde Tonnen! Überlegen Sie mal, wie lange der im Hamsterrad laufen müsste, um das wieder abzutrennen. Es wächst aber nun mal kein Hamster, es wächst ja das Bruttoinlandsprodukt. Daran misst sich der Wohlstand eines Landes. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, dann glauben die Jünger der Kirche des heiligen Wachstums, dann geht es der Gesellschaft insgesamt besser. Das Bruttoinlandsprodukt ist ja die Summe aller Waren und Dienstleistungen und da wird alles mitgerechnet. Das heißt, wenn Autos hergestellt werden, die Feinstaub erzeugen und man dafür mehr Asthmamittel braucht, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Wegen der Autos, aber auch wegen der Asthmamittel. Es ist egal, was hergestellt wird und ob es die Welt besser oder schlechter macht. Ja, bei dem Körper ist es ja auch so, es kann ja alles wachsen. Es ist aber ein Unterschied, ob es Muskeln sind oder Krebs. Für Wachstumsjünger ist beides ein Zeichen für mehr Wohlstand. Die deutsche Autoproduktion trägt traditionell einen entscheidenden Teil bei zum Wirtschaftswachstum. Und da ergänzen sich sozusagen 2 Religionen, auch unsere Beziehung zum Auto, trägt eindeutig religiöse Züge. Wobei Züge in dem Zusammenhang vielleicht auch nicht das richtige Wort ist. Es ist das Auto steht immer noch im Mittelpunkt. Wir alle kennen das Auto unser, der du bist in der Parklücke, deine grüne Welle komme, dein TÜV bestehe, wie auf dem Prüfstand, so auch in der praxisnahen Abgasuntersuchung. Ich frage mich nur, wäre das Auto jemals zur Marktreife gebracht worden, wenn man von vornherein alle seine auch negativen Auswirkungen gekannt hätte? Stellen wir uns das doch einfach mal vor. Moin. Es ist etwas vollkommen Neues. Eine Revolution. 4 Räder, 5 Sitze, so flexibel wie ein Fahrrad, so schnell wie ein Zug. Unter dem Motto, ohne Schweiß zum Fleiß, bringt es Sie vollkommen unverschwitzt zur Arbeit. Und wieder zurück. Dank eines Motors. Ich nenne es das Auto.
Auto. Das klingt ja wie Autonome. Die Typen, die mir am 1. Mai immer das Rennrad anzünden. Ja, es ist eine Weltrevolution. Und darum möchte ich all Ihre brennenden Fragen direkt in unserem virtuellen Labor beantworten. Voran! Also gut. Worauf soll dieser Auto fahren? Auf Schienen oder unseren Fahrradstraßen? Das Auto. Weder noch. Man müsste einfach überall hin gigantisch große Straßen bauen. In Deutschland etwa 600.000 Kilometer. Dafür geht's danach wie der Blitz ohne Schwitz. Das kostet ja Billionen. Ja klar, aber das Geld nehmen wir dann einfach der Bahn weg. Ja, irgendwann sind die ganzen kleinen Bahnhöfe auf dem Lande marode und werden eh dicht gemacht. Und die Leute können nicht mehr überall mit dem Zug hinfahren, so wie heute, sondern nehmen stattdessen... Genau, das Auto. Das wird ein Kassenschlager. Da schwitzen nur noch die Leute, die für uns das Geld zählen. Komme ich mit diesem Ding denn jetzt wesentlich schneller zur Arbeit als mit Zug und Fahrrad? Ach, schneller. Es geht um Bequemlichkeit. Man wird viel Zeit im Stau verbringen, den man dann nicht mit der nervigen Familie verbringen muss. Denn wir rechnen mit einem Stauaufkommen von etwa 4200 Kilometern am Tag. Aber without Schwitz to the biz bits, wie der Engländer sagen würde. Und dieser Motor? Funktioniert der wie im Zug mit Strom? Nein, viel besser. Der funktioniert mit einem leicht giftigen Treibstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Dazu müsste man dann nur den kompletten Nahen Osten auspumpen und ausbeuten. Und wir bräuchten in Deutschland 16.000 sogenannte Tankstellen, um die Autos zu befüllen. Aber die sind voll cool, weil man bei denen dann bis spät in die Nacht noch Bier kaufen könnte. Voll unschwitzig. Prost! Sicherer ist dieser Auto vermutlich auch nicht, oder? Das Auto? Nein. Ist es denn wenigstens besser für die Umwelt? Ach, was ist schon gut für die Umwelt? Das Öl Ihrer Fahrradkette ja auch nicht. Wissen Sie was, ganz ehrlich, das ist der größte Blödsinn, von dem ich je gehört habe. Ja, aber ohne Schweiß zum Fleisch. Kaufen Sie sich einfach ein besseres Deo, Mann. Der Auto ist eine Scheißidee. Es gibt offenbar auch eine große Lust des Menschen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die einfach immer Recht hat. Und Religionen versprechen ja ihren Anhängern, immer auf der Seite der Guten zu sein. Und sie bieten auch oft eine Erlöserfigur an. Deswegen kommt Greta Thunberg so gut an. Auch diese Klimabewegung, ja, trägt ja durchaus Züge einer religiösen Bewegung. Es gibt eine Angst vor der Apokalypse. Dann gibt es eine Prüfung. Jeder wird geprüft, ob er oder sie schuldig ist oder nicht. Und ein Kind ist der Erlöser. Das Christentum lässt grüßen. Ich will Greta Thunberg nicht kritisieren. Sie macht das Richtige. Sie hat viel bewirkt. Aber was tun wir diesem Kind an, wenn wir sie zur Retterin der Welt erklären? Sie wird ja auch angefeindet wie Jesus. Ja? Der Lieblingssport von Donald Trump? Hänsel die Greta. Und auch bei der Klimadebatte geht es viel um Schuld, um persönliche Schuld. Wie auch bei Religion. Was, ihr esst noch Fleisch? Was, ihr fliegt in die Ferien? Oh, ihr fahrt einen Diesel? Was ist mit dem Feinstaub? Und dann kommt kleinlaut die Antwort, ja, wir fahren in Diesel, ja, aber den Feinstaub haben wir reduziert, die Reifen sind aus Tofu. Gerade SUV-Fahrer fühlen sich heutzutage sehr oft an den Pranger gestellt für ihr Auto. Ich habe gestern eine Szene in Hamburg-Eimsbüttel erlebt, das war wirklich nicht mehr schön. Viele Grünwähler, Hamburg-Eimsbüttel ist Ihnen vielleicht ein Begriff, ja, es wurde eine SUV-Fahrerin da wirklich von den Anwohnern gemaßregelt. Wahnsinn. Cayenne. Da kommt ja die Umweltsünderin. Cayenne. Halt den Drecksleute. Cayenne. Nimm mal ein Elektroauto. Oder ein E-Roller. Das ist noch beschissener. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also nicht falsch verstehen. Die Ziele der Klimabewegung sind richtig, der Kampf dafür auch. Aber auch hier wird ja die Lösung eines globalen Problems auf den Einzelnen projiziert. Zumindest sehr häufig, wie das früher auch die Kirchen gemacht haben. Die Welt ist schlecht, dann hast du zu viel gesündigt. Ich fürchte, wir werden den Klimawandel nur eindämmen können, wenn die Politik es schafft, Wirtschaft und Industrie weltweit zu einem anderen Kurs zu bewegen. Wir hätten jetzt schon eine andere Form der Mobilität, hätte die Politik nicht versagt. Wir wären raus aus der Kohle, hätte die Politik nicht seit 40 Jahren die Erkenntnisse der Wissenschaft ignoriert. Und ich denke, man darf jetzt nicht den Fehler der Religion machen und das Versagen der Macht
auf den Einzelnen schieben. Das haben ja Religionen immer gerne gemacht. Du hungerst, dann ist nicht der Staat schuld, nicht der Kaiser, nicht der Adel. Dann hast du nicht gottgefällig gelebt. Gerade beim Essen geht es ja auch viel um Schuld und Sühne. Ja, es hat auch wieder viel mit Religion zu tun. Natürlich, es geht um Überzeugungen. Aus Vegetariern werden Veganer, aus Veganern Frutarier. Das sind die Leute, die unterm Baum liegen und nur das essen, was von alleine runterfällt. Und bestimmt immer hoffen, Herr, lass es ein Eichhörnchen mit Herzinfarkt sein. Denke ich mir. Ja. Stell ich mir so vor. Der eigene Körper wird zur Kathedrale. Das Wichtigste ist es, die Reinheit des Körpers zu erhalten, um dann das ewige Leben zu erlangen. Es gibt viele Parallelen zur Religion. Ja, es geht auch um heilige Speisen. Es geht um Chia zum Beispiel. Das ist ja die Hostie für Ernährungsbewusste, Chia. Chia ist aztekisch und bedeutet überteuert. Wird gern auch im Doppelpack genommen mit Quinoa. Da gibt es ja die Zeugen Quinoa. Wobei, sollte man nicht verwechseln, Chia und Quinoa ist nicht dasselbe. Chiasamen sind von einer Pflanze. Quinoa hingegen ist, glaube ich, das, was die Hasen in Südamerika ausköteln. Auch Verzicht ist ein Mittel der Religion, um Reinheit zu erreichen. Und auch bei der Ernährung gibt es das. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich verzichte gerade auf dies, ich verzichte gerade auf jenes. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich trinke keinen Kaffee, keinen Tee, keinen Alkohol, keine gesüßten Getränke. Die essen kein Fett, kein Zucker, kein Gluten, kein importiertes Gemüse, keine Laktose, kein Fleisch und kein Weizenmehl mehr. Wenn ich die frage, was hast du denn noch zu essen auf dem Teller, sagen die, nix, ich esse den Teller. Es ist wirklich schwer, bei diesen Ernährungstrends noch den Überblick zu behalten. So, einmal paleo-flexitarisch ohne Fructose mit niedrigem glykämischen Index für Papa, laktosefrei Low Carb für Lisa, vegan ohne Gluten für Anna, für mich fruktosehaltige Rohkost ohne Histamin und Oma kriegt wie immer das ungesunde Essen. Früher haben wir immer nur einfach so gegessen. Gut, es hat geschmeckt, aber es war ja so ungesund. Wie russisches Roulette, das war ja lebensgefährlich. Was? Opa ist mit meinem Essen 83 geworden. Und ohne würde er vielleicht noch leben. Heute geht es uns viel besser, denn wir informieren uns wirklich ganz genau. Nun wissen wir, dass Lisa auch eine Stärkeintoleranz hat. Und meine Laktoseintoleranz ist nur eingebildet. Eingebildete Laktoseintoleranz. Meine kleine Maus hat so schwer. Dafür habe ich jetzt eine echte Laktoseintoleranz. Du bist doch sowieso vegan. Oh, voll out. Ich mache jetzt Clean Eating. Das machen auf Instagram jetzt alle. Rotwein ist Histamin? Warum sagt mir das denn keiner? Hier, trink schnell einen Ingwertee. Die Wissenschaftler an der Uni Kaiserslautern sind sicher, Kaffee ist gesund und soll sogar vor Krankheiten wie Diabetes oder Parkinson schützen. Kaffee! Wir brauchen Kaffee, schnell! Ja, Kaffee. Mama, willst du was von meinem Low-Carb-Zucchini-Spaghetti-Carbonara? Bist du wahnsinnig? Da ist Ei drin. Willst du mich mit dem Cholesterin umbringen? Das steht auch in dieser Studie hier vom letzten. Guck mal, das mit dem Cholesterin war eine Lüge. Laut einer Studie darf man wieder Eier essen. Das ist ja super. Hat jemand Lust auf Eier? Ja, Spiegeleier. Du bist doch jetzt Paleo-Vegan. Hier, trink lieber noch einen Kaffee. Das ist so gesund. Ich glaube, ich werde Frutarier. Das passt am besten zu mir. Und was ist mit deiner Fructose-Intoleranz? Oh, Mama, kann ich eine Eskimo-Diät machen? Also das geht jetzt wirklich zu weit. Das heißt Inuit-Diät. Was müssen wir einkaufen? Hier. Also eure gesunde Ernährung, die bringt mich noch ins Grab. Ja, weil du nicht genug Kaffee trinkst. Hier, nimm gleich von mir. Doch, doch, das tut dir gut. Gut gegen Diabetes, Parkinson. Nehmt alle ruhig einen Schluck. Ein Film von Oliver Dunkel. Da, wo in unserem menschlichen Gehirn die Religion entsteht, genau da sind auch Verschwörungstheorien angesiedelt. Wir Menschen sehen öfter Zusammenhänge, wo keine da sind, als dass wir keine Zusammenhänge sehen, wo welche sind. Ich vermute, das hat evolutionäre Gründe. Es ist wahrscheinlich besser, einmal mehr einen Säbelzahntiger im Gebüsch zu erkennen, obwohl keiner da ist, als umgekehrt. Ja? Verschwörungstheorien entstehen so, gab es auch schon immer, also zumindest lange, sie unterliegen aber Trends. Also das finde ich ganz interessant. Es gibt Trends bei Verschwörungstheorien. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie mich da bestätigen, UFOs sind seltener geworden. Kann das sein? Fällt dir das auch auf? Es gibt viel weniger UFOs. Sind weg. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ihnen die Chemtrails zu giftig geworden sind. Es ist ja so, immer wenn mir Nerds erklären wollen, wie die Welt funktioniert und wie der Mossad mit den Bilderbergern und Elvis Presley unter dem Weißen Haus die Mondlandung fingiert hat, dann denke ich mir, was ist das für ein gigantischer Aufwand, ja, so eine Verschwörung
auch durchzuziehen. Was müssen die Verschwörer für einen Aufwand betreiben, dass niemand davon erfährt? Aber ausgerechnet du hast bei YouTube die Wahrheit rausgefunden? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ja, oder gibt es da irgendwelche exklusiven Quellen? Ja, klar, das Internet, natürlich. Die Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger haben das Internet. Aber nicht nur das, sie haben auch die Super-Alu. Ja, wo dann Fragen gehört werden wie Chemtrails zum Ausschneiden, der neue Reichsbürger, Kochrezepte, neuer Song von Xavier Naidu. Aber auch Fragen wie, ist Albert Einstein von der Mafia ermordet worden? Weil er zu viel wusste. Oder die Verschwörungstheorie gibt es wirklich. Hillary Clinton, ist sie eine Mörderin? Ist eine Verschwörungstheorie, von der sogar Donald Trump und seine Fans überzeugt sind. Clinton ist eine Mörderin. Mal unter uns, wenn Hillary Clinton eine Mörderin wäre, wieso lebt dann Bill Clinton noch? Ja? So. Und wo die Super-Alu nicht mehr weiter weiß, da hilft der Kopp-Verlag aus. Den gibt es wirklich. Der Kopp-Verlag bietet Hintergrundinformationen und Titeln wie diese hier. Ja, reinigen, aufladen, schützen, wie wir Heilsteine richtig zur Wirkung bringen. Oder auch die geheime Weltherrschaft der Reptiloiden. Alles Originalbücher aus dem Kopp-Verlag. Oder auch die Erde, ein Projekt der Aliens. Der Kopp-Verlag hat auch das Gesamtwerk von Erich von Däniken im Programm. Das ist der Mann, der die These vertritt, dass menschliche Intelligenz nicht durch Evolution entstanden ist, sondern durch Geschlechtsverkehr mit Außerirdischen. Und wenn man sich die menschliche Intelligenz so ansieht, würde ich raten, beim nächsten Mal besser verhüten. Wir haben unseren Reporter Jakob Leube mal zum Kongress des Kopp-Verlages geschickt nach Atlantis. Ins Bernsteinzimmer. Quatsch. Nach Stuttgart. Hallo, ich, hier unten, bin der kleine Mann. Heute beim Kongress des Kopp-Verlags in Stuttgart. Hier werden die großen Fragen unserer Zeit beantwortet. Was ist faul im Staate Deutschland? Deutschland ist kein Staat. Sondern? Ich dachte, der kleine Mann, also ich dachte immer, Deutschland wäre ein Staat, in dem wir leben, aber so ein Pass. Und jetzt wird es vielleicht für die Medien sehr, sehr kritisch. Sie sind staatenlos. Wir sind BRD GmbH, nicht ein Staat, ja, nicht ein Staat. Was heißt das, dass wir eine Firma sind? Gesellschaft. Eine Gesellschaft sind wir. Ein Unternehmen mit vielen einzelnen Teilen von Firmen, die bestimmt werden durch eine Geschäftsführung. Das hat die Geschäftsführung inne? Merkel. Egal ob Gabriel oder Merkel, die sind eigentlich nur die Marionetten. Von wem? Vom Amerikaner und von den Juden. Von den reichen Juden Rothschild. Ja. Die haben die in der Hand? Die haben die in der Hand. Obama gehört dazu. Ist auch bloß eine Marionette. Von wem ist der wieder die Marionette? Die Amerikaner. Also der er ist ja auch Amerikaner, ne? Ja. Illuminati, haben Sie gesagt? Ja, ja. Und die beherrschen Merkel? Die beherrschen Springer. Es sind alles Firmen geworden. Außer noch ein paar wenigen, klar, fünf Länder wie Syrien ist doch nicht Firma. Und tiefer gehen. Das alles sind Dinge, die einfach hier ganz klar dargestellt werden. Ja, ja, klar. Beim Kopp-Verlag ist alles ganz klar. Auch, warum die Flüchtlinge wirklich nach Deutschland kommen. Damit das zum Beispiel Gabriel auch sehr viel drauf verdient. Das wurde Ihnen gestern gesagt? Ja, wurde gestern gesagt. Der verdient an den Flüchtlingen Geld? Ja, der verdient an die Flüchtlingen und zwar hat er auch so eine Organisation und an der verdient er dann. Wie funktioniert das konkret, dass der damit Geld macht? Das hat man uns jetzt nicht gesagt, aber nur damit... Dass er damit Geld, dass er Geld macht mit den Flüchtlingen, hat man Ihnen gesagt? Dass er deshalb auch sagt, man muss den Flüchtlingen helfen. Na. Deshalb sagt er das? Ja, deshalb sagt er das. Nicht umsonst hat die Frau Dr. Merkel ihre Wohnung schon in Patagonien, in ihr Haus. Die hat ein Haus? Ja, die hat nicht Angst vor dem Krieg, der hier vielleicht mal ausbrechen wird, mit Russland, sondern die hat Angst vor euch. Vom kleinen Mann? Vom kleinen Mann. Ja, die wissen Bescheid. Aber ich stehe noch auf dem Schlauch. Was könnten denn die Medien besser machen, Ihrer Meinung nach? Die Wahrheit. Die Wahrheit, weil die Medien sind Lügenpresse in ihren... gekauft. Sie sind nicht frei. Sie wurden in der Universität, die Sie besucht haben, genau darauf getrimmt, die Vorgaben Ihres Verlegers zu erfüllen. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Es gibt noch vier Leute, die über alle Medien in Deutschland bestimmen. Ja, und da ja, sind die vier? Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das müssen Sie doch aber ja. Selber. Sie sind doch in dem Job. Und dann ist es das Wichtigste, dass Sie sich mal erkundigen, wer über Ihnen... Oh,
über mir? Welche vier Leute meint die? Die Fantastischen Vier, die vier apokalyptischen Reiter, vier gegen Willi? Ich werde es wohl nie erfahren. Presse ist drin nämlich nicht erwünscht. Ein Beitrag von Tobias Döll. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube ja, die Bundesregierung hat all diese Verschwörungstheorien nur erfunden, um leichtgläubige Menschen von den echten Problemen abzulenken. Nehmt das, ihr Schlafschafe. Man kann natürlich nicht eine ganze Sendung über Glauben sprechen, ohne nicht auch mal auf die großen Weltreligionen zu sprechen zu kommen. Und wer kann das jetzt machen im Schnelldurchlauf? Wer kann das schnell mal abhandeln? Das macht natürlich niemand anders als unser Superexperte Heinz Strunk. Unsere moderne Welt in Stichworten. Arbeitslosigkeit, Kriege, Epidemien, Klimawandel, Finanzkrise, Elektroscooter. Mit anderen Worten, Probleme. Wenn Fakten versagen, kommt der Glaube ins Spiel. Doch welche der unzähligen Religionen ist die richtige? Von Buddha bis Bhagwan, von Pontius bis Spekulatius, von Abba bis Zappa, von Ernie bis Bert. Hier ein paar angesagte Religionen im Schnelldurchlauf. Protestantismus kommt von Protestieren. Die Anhänger heißen Jesus People oder Haschpappis. Kleiderordnung? Locker. Populäre Vertreter? Gerhard Schröder oder Philipp Lahm. Humor? Vorhanden. Beispiel: Wie nennt man die Fußballschuhe von Jesus? Christstollen. Die Religion in einem Satz? Das Leben ist ein Leierkasten, den der Herrgott selber dreht. Ein jeder muss zum Liede tanzen, das gerade auf der Walze steht. Und das sagen die Anhänger. Egon V. aus D. Ich gehe in die Kirche, weil man nicht sein Leben lang mit Konfetti schmeißen kann. Nichts Religion, Katholizismus. Die altmodische Religion für Zerknirschte und solche, die es werden wollen. Nichts darf man. Petting, Alkohol, Techno, Schlägereien, alles verboten. Wer es doch macht, kommt ins Fegefeuer. Extrem heiß und dauert 1 Million Jahre oder länger. Die göttlichen Gebote zusammengefasst, du, du, du. Richtige Feste. Wichtige Feste? Halloween. Und das sagen die Gläubigen. Bernd H. aus G. Wenn du schon kein Stern im Himmel sein kannst, sei wenigstens eine Lampe im Haus. Buddhismus. Easy Religion für Freaks, Spinner und Tagträumer. Fester Glaube an die Wiedergeburt. Heute Mensch, morgen Fisch, übermorgen Geröllbrocken. Populäre Vertreter: Cindy Crawford, Tina Turner, Dalai Lama. Das heilige Buch heißt: Ein Satz mit X, nix geht fix. Typisches Essen, Ente süß-sauer und Curryhuhn. Die Religion in einem Satz: In seinem Loch ist jeder Käfer Sultan. Islam, Büßerkonfession mit Ausrichtung aufs Jenseits und wenig Hoffnung aufs Diesseits. Der Islam in Stichworten: Verbote, Schleier, Sandalenzwang. Öffentlich Bier trinken, Zunge ab. Bei Taschenbillard kommt das Todeskommando. Populärer Vertreter: Bushido. Wichtige Feste: Vatertag. Die Religion in einem Satz: Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze. Das sagen die Anhänger. Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe zu kotzen. Mein Tipp: Aus allen das Beste raussuchen. Gotteshaus, Messias und heilige Bücher werden abgeschafft. Die Religion findet nur noch hier oben statt. Das spart Papier und schon die Umwelt. Und das Beste: Der Strunkismus ist denkbar einfach, denn er besteht aus lediglich drei Geboten. Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Manchmal ist es einfacher, ein Fenster zu öffnen, als eine Tür zu schließen. Das wärmste Jäckchen ist das Kornjäckchen. In diesem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Danke, alles gut. Religion war natürlich immer schon eine Methode, sich Dinge zu erklären, auf die man keine Antwort hat. Das war immer schon so. Früher hat es gedonnert und der Mensch hat sich gesagt, dafür habe ich keine Erklärung, das muss ein Gott gemacht haben. Später hat dann die Wissenschaft die Erklärung geliefert. Und so war es ja mit vielen großen Fragen der Menschheit. Wie entstehen Krankheiten? Erst hieß es, die kommen von Gott. Dann haben Wissenschaftler gesagt, nein, wir können das erklären. Warum geht die Sonne auf und unter? Erst hieß es, das macht Gott.
Dann haben Wissenschaftler gesagt, nein, wir haben da eine Lösung. Ja, warum ist Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin? Sagen die Wissenschaftler, keine Ahnung, wir haben Gott gefragt, der weiß es auch nicht. Das war extra. Nächsten Mittwoch wieder als Irrsinn der Woche. Glaube ich zumindest. Bis dahin, machen Sie es gut und glauben Sie vorsichtig.